anschauen, ausweichen. Yes, nice. Also ich kommentiere erstmal auf dieser Szene, bis ich weiß, dass ich ausweichen und Tritt habe. Weil davor brauche ich ungefähr 3-4 Anläufe, bis ich das habe und dann ständig dieselbe Einleitung und sowas zu erzählen, ist ein bisschen doof, sag ich mal. Ist ein bisschen, ja, nervenaufreibend. Oder langweilig. Aber ich freue mich auf einen neuen Run, diesmal vielleicht weniger Fehler zu machen. Und ich denke mal, im Late Game werde ich auf 19 mindestens 18 geschickt trainieren, um das safe zu gestalten. Also mir reicht es schon den Weltrekord, um 2 Tage zu verbessern. Und ich dürfte am Tag 40 oder 41 ankommen im Late Game und hätte dann potenziell die Chance auf Tag 46, 47 zu kommen, wäre das aber safe playen erstmal, damit ich, ja, ich denke mal so auf 50 bis 52 Tage komme, weil mit dem Stat 17 ist es einfach fast unmöglich. Ist aber wie gesagt kein Let's Play, ich werde nicht so häufig kommentieren und reden, sondern mich in erster Linie aufs Gameplay konzentrieren, damit ich nicht so viel Fehler mache. Was natürlich trotzdem passieren wird. Aber wenn ich am Tag 35 ankomme, reicht mir das eigentlich. Und dafür müssten wir nur in der Amateurliga alles absahen, ohne zu verlieren. Erst kaufen wir dann 2 Pizzen, hauen uns 3 Pizzen rein, kriegen dann die Pizzeria freigeschaltet. Eine Pizza kaufe ich mir. Ja. Und dann werde ich 3-mal arbeiten. Muss natürlich nochmal vor zum Laden, damit das reinfällt. Und danach werde ich pennen und nochmal 3-mal arbeiten. Mein Mauspad hier besorgen. Ist das hier eigentlich Qualm, der aus dem Ausbruch kommt? Ja, sieht so aus. Bewegt sich noch einmal unten. Wollte schon mal das Fleisch noch von einem von dem Geld, weil wir sonst nachher mit über 150 Dollar rumlaufen würden und das könnte einen Straßenkampf triggern. Ich glaube, ich werde sogar noch 4-mal arbeiten, weil ich danach sowieso erst den Kampf habe und da nutzt die Stimmung nicht negativ aus und wir kriegen durch einen gewonnenen Kampf der Stimmung dazu. Das heißt, wir können noch einmal mehr arbeiten. Und je früher wir halt arbeiten, desto effektiver ist es, weil unsere Stats dann nicht so stark absinken durch die Zeit, die wir dadurch verbrauchen. Oder durch die Übergänge der Tage, die wir dadurch auslösen. Und wichtig ist, dass ich nicht den Reis SA2 erforsche, wenn ich ihn erforschen kann, sondern erst den Gegenangriff und ein zusätzliches Talent. Und dass ich Bobo früh genug, also am Tag 22, denke ich mal,
Habe ich viermal, genau. Ich könnte sogar noch ein weiteres Mal vor Beendigung des Tages, glaube ich. Also die Energie reicht halt nicht mehr aus. Aber was ich noch sagen wollte, genau, das Verbobo an Tag 22 noch, also schon mitnehmen. Und das war auch die Doppelkräuterschnaps mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es noch als Glitch das gilt. Ich dürfte eigentlich ein Bug sein. Aber dann haben wir letzten Endes, kommen wir dann auch mit genügend Geld ins Late Game. Weil wenn es halt nicht funktioniert gegen den ersten Gegner und so weiter und dann kein Geld mehr haben, wird es nochmal umso schwieriger. Und man sollte schon so $350 oder sowas haben. Glaube ich zumindest. Schafft man das noch vor Beendigung des Tages? Das könnte sogar hinhauen. Ne, ich muss ja pennen. Nochmal. Halt also nicht hin. Also hätte ich lieber gepennt. War schon ein kleiner Fehler. Weil dann hätte ich mich voll ausruhen können und hätte dann voll essen können und nach dem Kampf wäre ich wieder in den Gym direkt gewesen, könnte direkt trainieren und müsste nicht $3 dahin zahlen. Und $3 sind 0,8 Stunden. Und das kann sich später schon auswirken, diese 0,8 Stunden. Das ist ein Tag mehr oder weniger letztlich dadurch generiert wird. Ja, da brauche ich jetzt auch nicht nach Hause. Ein Tritt und Ausweichen ist halt deutlich besser als Schlag und Block. Deswegen müssten wir das rein theoretisch gewinnen. Der Pechstand. Nicht mehr. Letztes Mal habe ich den Kampf mit 13 HP gewonnen und davon mit 16 HP. Na, wenn Einsatz-Dead-Leute gegeneinander kämpfen, kann man schon mal so aussehen. Vortritt wurde nicht auf Vorspruch, war geschickt 2. Jetzt ist halt blöderweise. Dann habe ich sogar $6 verschwendet. Das sind jetzt 1,5 Stunden. Ich habe trotzdem keine Lust, neu zu starten. Deswegen 1,5 Stunden, das mache ich noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich unter 50 Tage einmal geschafft habe und dann noch weiter verbessern will. Dann lohnt sich das auch bei 1,5 Stunden Fehler neu zu starten. Könnte entweder möglichst für die Ultimate League triggern oder halt noch ein paar Mal arbeiten gehen. Ich weiß nicht, ob das mit der Ultimate League Sinn macht, da ist dann glaube ich viel Zufall basiert. Ich mach das mal nicht, ich gehe einfach mal arbeiten und guck, wie das läuft. Letztes Mal habe ich es umgekehrt gemacht.
Und nach dem dritten Mal ins Gym gehen, wird die Ultimate League getriggert. Also kommt man, kann die freischalten und da kämpft man am gleichen Tag. Ich versuche jetzt einfach mal so zum Ausprobieren. Ich muss noch einiges lernen auch über das Spiel. Eine Mal hier mache ich noch voll, dann gehe ich ihn noch kennen. Und ich muss auch daran denken, dass wir noch Nick haben, der uns dreimal Essen gibt. So, bis zu 60% Schlafen reicht. Okay, 76. Können wir zwei Fleisch essen? Nope. Wir haben aber noch Zeit, wir haben nämlich anderthalb Tage, können wir nämlich trainieren. Dann ist unser Essen aufgebraucht. Jetzt haben wir auch ungefähr genau anderthalb Tage, bis wir zur Anfängerliga müssen. Und so ist das perfekt hier. So, Tag 5 fangen wir also erst an zu trainieren. Gut. Ja. Dann wollen wir mal. Trainingskämpfe mit Silber finde ich übrigens so teuer. $20, das sind ungefähr, muss ich mal kurz rechnen, 5,5 Stunden, die wir dadurch verbrauchen. Jedes Mal. Und das können wir deswegen erst dann machen, wenn wir auch genug Kohle haben. Die Sache ist die, ich weiß noch nicht mal, ob ich es dann machen werde. Dann habe ich nämlich im Late Game weniger Geld und ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist, das sich fürs Late Game aufzusparen, aber gleichzeitig brauche ich auch den Crossroads Skill vor dem ersten Endgegner und das kann man dadurch auch triggern, dass man die erste Bande erstmal komplett besiegt, aber da muss man halt schon Glück haben, ziemlich Glück. Und darauf will ich eigentlich nicht setzen. Und ich brauche, glaube ich, mehr Geld sowieso nur dann, wenn ich sowieso verliere. Das heißt, es könnte sinnvoll sein, mit Silber zu trainieren. Das werde ich einfach mal machen. Da ich dann doch mit Silber trainiere, sobald ich halt Bobo und die 100, also die gelbe Linie von Ultimate, wo man dann $150 pro Kampf kriegt, freigeschaltet habe. Ist auch sinnvoller als drittes Gerät zu Anfang das Lochmann zu nehmen, wenn man am Anfang noch sehr schwierige Gegner teilweise hat. Und dann hat man immer eine Ausdauer höher und das macht schon ordentlich was aus. Okay, man kann also ein bisschen mehr als anderthalb Tage trainieren, 100% essen. Ach, jetzt hätte ich den Kick freischalten können noch. Ich sollte immer daran denken, dass ich vor noch. Ich hätte eben pennen müssen.
irgendwo raus. Doch, er trifft immer, wir treffen nie, obwohl wir dreimal so viel Geschick haben wie er. Und über die Ausdauer werden wir ihn auch nicht mehr kriegen. Das wäre schon ziemlich lächerlich, wenn wir das hier verlieren, ey. Kriegen wir ihn noch zu Boden über die Ausdauer. Ah, scheiße, die Runde zu Ende. Merke unbedingt den Scheiß Kick freischalten. Gut gehabt. Schon im ersten Kill war ja fast nicht. Weil ich hinkomme natürlich noch nicht machen. Das mit 4%, damit kann ich noch ein bisschen. Jetzt sind es nur noch 1% verschwunden. Hier ist die Frage, jetzt könnte ich theoretisch wieder arbeiten. Kämpfen gegen Hexor. Ist das nicht derselbe? Also beim letzten Mal hatte ich an Tag 7 die Ultimate schon, die Ultimate League schon freigeschaltet. Gut, ich probiere es jetzt auch mal anders, dass ich jetzt nochmal arbeiten gehe, damit ich später halt wirklich gar nicht mehr muss. Ich muss noch zweimal arbeiten gehen, sonst sind wir über 150, das will ich auch nicht. Naja, ich bin da währenddessen. Da war was. Auch witzig. Den Bock hatte ich auch noch nicht. Lamacho. Ich hätte jetzt natürlich doch vortrainieren können. Dann hätte ich das auf 4 bringen können, dann den von ich Hinspiel machen können, dann hätte ich nicht 27 Punkte verloren. Aber das ist so eine geringe Zeitersparnis. Obwohl vielleicht 2 Stunden sogar.
hätte den hohen Tritt gar nicht reingebracht. Und so über die Runde ziemlich letztendlich. Er hat erst 2 Schaden gemacht. 1, 2, 2, 5. Fast doppelten Schaden. Ihr seht der gleiche Punkt vorhin. Wir haben bessere Stats seit letztem Mal. Boah, schon 3-3-5. Will er mich verhohne piepen oder was? Das ist schon der erste Ultimate Fighter. Ich glaube nämlich, dass das der gleiche ist. Zumindest hat er nur die Standard. Und das war schon mal gut. Wir könnten ihn noch über die Ausdauer kriegen. Er braucht 5, dann tritt hier nur 2, weil er halt so viel Stärke hat. Prozentual hat er zumindest schon weniger Lebenspunkte als hier, aber brutal nicht. Also ein Ausdauer ist vielleicht down. Und wenn die 4. Runde zu Ende ist, zählen sowieso die, nicht die Tage, sondern die prozentualen Lebenspunkte. Das dürfte man eigentlich schon in der Tasche haben. Dadurch, dass einfach was gilt, ist durch die ganze Stärke. Wenn wir jetzt heute noch in die Gym gehen, kann ich noch in die Ultimate League. Dann hätte sich die um 2 Tage verzögert, als ich hätte sonst machen können, aber gleichzeitig hätte ich halt schon sehr viel Kohle verdient. Weil ich mit der Ultimate League natürlich auch irgendwann Kohle verdiene. Deswegen bin ich mir da unsicher. Wirklich schnell den Reis besser machen. Ich konnte jetzt schon den Reis besser machen, wenn ich in die Ultimate League gehe. Und der erste ist halt ziemlich einfach. Vorher er sich aber was. Unsere Gesundheit hochgeht. Lass uns ein bisschen telefonieren. Ne, wir müssen ja trainieren gehen dafür. Sonst können wir uns gar nicht anmelden. Ist dann halt immer die Frage, jetzt steh schon auf, jetzt steh schon auf. Was macht der denn? So, das hat auch nicht viel mehr gebracht. Ist das wieder die Frage, 10 Dollar verschwenden, um in die Gym reinzugehen, direkt wieder rauszugehen, in die Ulti zu gehen? Oder erstmal einen Tag trainieren, um 10 Dollar zu sparen,
Und 10 Dollar sind knapp 3 Stunden. Ich trainiere nicht, weil ich nämlich den Reisesser noch brauche, bevor ich trainiere. Das heißt, ich gehe einfach nur in die Gym und schalte frei die Ulti, mach die Ulti und danach trainiere ich mit dem Reisesser. Jetzt natürlich noch ein bisschen bis zum Ende des Tages zu trennen. Immerhin. Nach Flumimon. Anderer als im Café. Der hatte 3,5 der andere, nicht 3,4. Und der andere hat auch keine Gegenreaktion gehabt. Und keinen hohen Schlag, weil er noch so viel Ausdauer hat. Deswegen darüber schlagen werden, sehr wahrscheinlich. Leider noch nicht in der ersten Runde und es sieht nicht gut aus, wir orientieren zu müssen. Und langsam zu Boden gehen. Schön, aber 11 Schaden sind nicht wirklich viel. Man sollte zweimal pro Runde zu Boden gehen am besten. Und jetzt. Jetzt sind wir schon mal gleich auf und prozentual besser gestellt. Hinsichtlich seiner Ausdauer-Energie sowieso. Ich habe sowieso noch nie gegen den ersten Ulti verloren. Warum ja, zumindest ziemlich sicher? Ja, glaube ich ziemlich sicher. Ja, das dürfte ich jetzt so nehmen. The Last Round. Da denke ich immer Spielstütze, weil der Black Screen mir ein paar Millisekunden zu lange dauert. Und so plötzlich kommt. Reisesser. Danach wollen wir schon den Weg des Tigers beschreiten. Kaffeekampf können wir glaube ich noch nicht machen, habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. Oh, beides in 3 Tagen, aber am gleichen Tag immer, das ist nicht so gut. Das ist übrigens ein Staubsauger, der hier gerade so laut ist. Das ist nicht so gut.
Gegen wen kämpft man eigentlich in der Anfängerliga? Gegen Roy, oh, das ist schon hart. Das ist schon hart, aber mit 6-3 einfangen kommt vielleicht nicht. Obwohl es in 2 Tagen, also 6-4 mindestens. Aber ich könnte auch auf 7 spekulieren und deswegen den Boxsack einfach mal penetrieren. Wir müssen nämlich nicht mehr arbeiten, wir haben noch Fleisch übrig und haben den Reisesser, können dann einfach nochmal trainieren, aber noch in den Gym gehen, ein zweites Mal, dann könnte das sehr gut passen. Das aber auch nicht. Sah gerade so aus, als hätte der das Zeichen vom Laufband gehabt, dass er keinen Bock auf Laufband hätte. Komisch. Mit 7-3 müsste man es in jedem Fall machen, denke ich. Wenn wir 7 haben, könnten wir sogar theoretisch vorher noch den ersten Ninja Crocodile besiegen. Könnten wir schon den Weg des Tigers beschreiten. Und das wäre auch sehr, sehr gut gegen Weiß. Ich weiß sogar mit Tier, dass ich das machen sollte. Den 7 kriegen wir auf jeden Fall am nächsten Tag, ne? Sehen wir mal ein bisschen, was hier kommt. Theoretisch könnte ich heute dann 4 Kämpfe machen. Ein Café, dann ein Crocodile. Wir brauchen 5 Talentpunkte. Schon wieder er. Diesmal sollten wir das ganz gut gebacken kriegen. Ich glaube, in der Ultimate kämpfen wir jetzt gleich auch gegen Roy. Ich hoffe, wir können ihn jetzt nicht. Nee, noch nicht. Roy hat 4-3-4 und der in der Ulti hat 2-5-3, weiß ich nicht. Aber welchen Kampf ich dann zuerst umgehen soll. Aber mit Weg des Tigers könnte das gut ausgehen. Und irgendwie haut der hier gerade schon ein bisschen rein. Wo war so eine krass hohe Geschicklichkeit?
Geschwindigkeit haben, relativ gesehen. Hoch, dass Ulti und Anfängerliga an einem Tag sind. Jetzt trifft doch mal, der hat doch nicht so viel. Geschick. Oh, ist doch schon die letzte Runde. Zum Glück hat er jetzt prozentual weniger Leben als wir, sogar total. Jetzt wird's enden, nice. Gut, dann zieht er uns nicht mehr so viel ab, wenn die Runde schon zu Ende ist, ist gut. Jetzt fehlt natürlich noch ein Talentpunkt. Ist so, wenn ich den Fall nicht in die Size-Skill habe und auf 8 bin, dass ich dann nochmal dreimal arbeite und dann kann ich auch direkt gegen den nächsten Quad nochmal kämpfen. Dann gibt nochmal 8 Talentpunkte, das ist essentiell. Das ist 3 Pizza aus, das werden wir wahrscheinlich in jedem Fall machen. Auch wenn es 24 Stunden dauert, also den ganzen Tag. Und der macht einfach gar nichts, unser Kerl. Wir müssen seine Ausdauer killen. Scheiße, wir verlieren ihn um. Man kriegt den Weg des Tigers nicht, das ist der einzige Nachteil. Ja, und nee, und wir müssen 5-mal Pizza liefern, oder 4-mal. Ja, aber dann auch so ist vielleicht zu Ende, aber die Runde ist vorher leider zu Ende. Aber mit 20 Runden. Wir müssen dann nachher unsere Lebensmittel wieder hochkriegen. Also macht die Anfängerliga zuerst, weil die wichtiger ist. Auch wenn der Kampf, glaube ich, ein bisschen leichter ist als bei dem Ulti. Dann muss er aber liegen. Am besten 2-mal. Nope. Oh, 6 Runden. Aua. Nice. Das war doch nicht so lange. Wieder 28 Ausdauer und... Ach du Scheiße, er trifft so oft. Dann haben wir 7 fucking Geschick. Jetzt mach schon was. Jetzt bringt er den wenig zu... Oh, ich dachte schon. 8. Runde. Ach, nein. Einmal da war noch. Bring ihn zu Boden, bitte. 9. Runde. Einmal treffen noch. Aber hier. Ja. 9. Runde. Das war knapp. Irgendwie habe ich ziemlich oft Glück. Pech aber auch teilweise.
muss halt noch ein bisschen höher kriegen. Wir müssen dann noch direkt wieder Pizza ausliefern. Kein Geld mehr. Gut, 87% sind ganz gut. Hier 2-3 haben wir so. Ich hätte fast vergessen, den Weg des Tigers reinzupacken. Der macht schon einen krassen Unterschied. Alter, trifft erstmal dreimal, genau. Mit der Ausdauerregeneration ab nächste Runde. Ich schaff's glaube ich nicht in diese Runde noch hinzulegen. Ah, wird knapp. Nice. Das war Glück. Wäre cool, wenn wir nicht so viel Leben verlieren würden insgesamt. Aber wir haben den ersten Hälfte down. Ausdauerregeneration drin, aber manchmal kriegt man ihn trotzdem hingelegt, weil so viel Ausdauer was im Angriff gebraucht. Wir locken 2, aber 8. 4 und 7. Na, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Das war 67 Gesundheit. Wir können uns noch ein Fleisch reinziehen. Oder 2 Pizzen. Ich will auch nur mal sicher gehen. Wieder 87. Ich hätte noch eine dritte Pizza holen können. 7-4 gegen 5-3. Tja. Aber wir haben jetzt einen besseren Kick, den Karate-Kick und den Weg des Tigers. Ich glaube, er hat keine Auto-Regeneration. Sieht sehr schön aus. Wir verlieren aber auch ordentlich an Ausdauer durch den High Kick. Also solange er mehr verliert, ist alles in Ordnung. Auch schon knapp, aber wir regenerieren auch mehr. Wenn er zu Boden fällt, dann wird er noch einnehmen. Gut. Ja, das muss ich leider schon vorher arbeiten. Aber vielleicht mache ich dann nur einmal. Ja, ich mache einmal nur. Vielleicht. Müsste. Kann ich 3 Fleisch holen? Zum Nick gehen, aber ich weiß nicht, ob das mit 34 Essen geht. 34%. Ich habe Nick halt noch gar nicht genutzt, sozusagen. Na, ich jetzt noch mal zur Bar gehen. Ne, ich brauche das Geld. Ach, scheiße. Ich habe $1 zu wenig für die Gym. Verkackt.
Ah, ich. Einfach aus Gewohnheit. Was uns nicht passiert. Müssen wir nochmal arbeiten gehen. Scheiße. Den Nick habe ich natürlich auch wieder die ganze Zeit nicht gedacht. Wie immer. Ja, das können wir auch natürlich auch später nutzen, aber es eventuell sinnvoller, das früher zu nutzen. Hauptsache, ich komme am fucking 35. Tag im Late Game an. Und dann ist sowieso alles zu voll überlassen im Prinzip. Ich weiß nicht, ob wir noch auf 8 kommen bis morgen, könnte aber klappen. Ja, klappt. Aber 5 glaube ich nicht mehr. Guck mal, was wir brauchen für den nächsten Ulti. So, das ist Roy. Obsiegt. Das heißt, wir brauchen eigentlich nichts Spezielles. Mal die 50 zu kriegen. Aber das steigt gerade so schnell. Er hat sich nicht ganz voll aufgeladen, weil zwei andere Geräte bis zur Hälfte noch, bis zur Hälfte der Bubbles noch trainieren. Trotzdem ist er, hat er sich nicht völlig regeneriert. Was ist die Frage? Wir brauchen eigentlich die Stats nicht weiter erholen. Kann ich noch irgendwie sinnvoll Windstrom ausweichen, können wir noch trainieren. Den ich brauche jetzt Fleisch. Nur damit wir mal zu Nick können. Dritte. Wir dürfen uns auch nicht so viel abziehen, dass wir noch zunächst in meinem Camp ziemlich frisch sind. Auch natürlich erst die Anfänge legen, aber das ist ja einfacher für uns. Ja, das war geil. Das haben wir auch schon vermutlich mit dem Hammer. Oh, der hat uns ein neues Leben abgezogen. Da wir beide liegen und durchmachen, haben wir auch nochmal $60 direkt.
Ich muss dann nicht sofort wieder arbeiten. Das wäre vielleicht schon mal im Kühlschrank. Ich fange mal an, wieder sowas zu merken. Das ist sehr sinnvoll. Ich kann mehrere Stunden sparen wieder. Ja. Und. Genau, 1,2 reinziehen, können wir einmal trainieren. Dann nochmal das zweite Fleisch reinziehen, nochmal zum Mitgehen. Und dann können wir nämlich nochmal trainieren. Und dann sind die nächsten Fights. So muss man das. Und dann können wir nämlich wahrscheinlich den. Fand ich in 2 Skill machen und dann brauchen wir es wieder arbeiten. Das wär ziemlich gut. Oh, wir können jetzt schon Feinde in 2 machen. Wenn wir einmal gegen den Ultimate machen. Interessant. Seine Ausdauer schon zur Hälfte down und nach einer Fehler mit ihm, das heißt, wir können ihn diese Runde noch umlegen. Das wäre mir nice. Er hat auch so schon weniger, nicht mehr Lebenspunkte. Jetzt wieder. Und noch ein hinlegen. Nice. Das hat natürlich die Regeneration runter. Ich denke, dass er die Runde trotzdem nochmal auf den Boden liegen wird. Aber er macht halt schon ordentlich Damage, wenn er Damage macht. Jetzt wieder regeneriert. Das heißt noch nichts, dass er 9 Lebenspunkte noch hat. Kann 3-mal treffen oder so, aber gut oder nicht. Wäre auch nicht so wahrscheinlich gewesen. So, fall ich hier für Bocco S8. Heißt einmal trainieren noch. Ein Fleischkorken warten, ne? Und zweimal in die Gym. Ja. Ach, wir haben sogar noch 2 drin. Und dann, ja. Jetzt kann ich den geilen Burger essen, weil wir erst in 4 Tagen, das Bett haben wir Anfang des Tages haben, bis dahin dürfte ich das, denke ich mal, regeneriert haben. Ja, 60, das ist gut. Ich könnte jetzt noch ein Fleisch kaufen. Und ich will unter 15 Dollar kommen, damit ich genug Essen krieg. Dann müsste ich nochmal arbeiten, um ein zweites Mal in den Gym zu kommen. Ich muss aber sowieso irgendwann nochmal arbeiten, also kann ich das nämlich so machen. Aber ich habe dann ja den Fall nicht hinskillt, nachdem ich das erste Mal in der Gym war und dann auf 8 trainiert habe. Idiot! Ich hasse es. Ich habe mich gerade gefressen. Aber ich kann es auch gleich noch machen. Nach der Gym. Ich hasse es, Fehler zu machen einfach. Na, fuck. Geh weg.
Ah, ich Idiot. Ich sollte das auf 8 trainieren, damit das nicht gleich zurück geht. Ich hoffe, das geht noch an dem Tag. Könnte knapp sein. Boah, scheiße. Ich weine gleich. Ja, 63 verloren, weil ich wieder so dumm war. Okay, mal gucken, wie viele Stunden das sind. Scheiße, die Stunden sind immer 12. Also 2 Stunden oder 3 Stunden sind es. Ne, 4 Stunden. Boah, 4 Stunden habe ich durch den Scheiß jetzt verbraucht. Also ich verbrauche wahrscheinlich die Fehler den ganzen Tag bis hin zu 2 Tage. Ja, ich krieg auch die ganzen Fakten in Mode gerade. Konzentration. Ich denke, mit dem Arbeiten und ist ja jetzt eh schon deutlich über 8 gewesen. Nicht zur Nickreise. Danach ins Café wieder. Ich geh erst ins Café, sonst hole ich wieder Stunden auf. Idiot. Ich hasse es. Zum Glück hat der eine Dollar hier noch gereicht. Ich hatte ja nichts mehr im Magen. Jetzt muss ich. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich aber. Ich denke nicht, ich arbeite jetzt einfach erstmal einmal. Mehr geht eh nicht von den Lieben her. Dann penne ich, damit das Essen runtergeht und auch mit was kriegen. Und dann muss ich noch ein Fleisch kaufen, damit wir auch mit was kriegen. Guck mal kurz, nächste Ulti, da brauchen wir 8 Geschichten. Das heißt, wir können gleich fröhlich weiterarbeiten. Okay, einmal können wir noch sogar. Hier noch mal kämpfen, den vorletzten. Ja, ich werde mich übrigens noch wahrscheinlich noch öfter über meine Fehler aufregen, auch wenn die jetzt nicht so signifikant sind, aber die werden sich aufaddieren. Ich denke mal, so 2-3 Tage werde ich durch Fehler einbüßen. 35, 40. 30, es könnte sein, dass man das ganze Let's Play, das ganze Spiel in 44 Tagen durchspielen kann. Irgendwas zwischen 44 und 46 ist, glaube ich, mit meinem jetzigen Wissensstand das Beste, was man rausholen kann. Weil ich im Late-Game nicht ganz weiß, wie oft man wann liegen muss. Kann auch sein, dass 42 Tage drin sind. Burger mitnehmen. Und
Jetzt könnte ich eigentlich nochmal pennen und direkt wieder zum Mitgehen, aber ich habe kein Geld, um dann die Reise zu bezahlen, deswegen muss ich vorher nochmal arbeiten. Wahrscheinlich arbeite ich noch zweimal. Und jetzt ist es nicht gerade ideal. Dann haben wir auch den Tagumschwung schon mit drin, der unser Geschick nicht unterbricht. Heute sind die Fights. Kann ich nur pennen? Brauche ich eigentlich nicht. Das Essen war low genug. Ich weiß nicht, ob wir 15 oder unter 15 haben müssen. Gut. So, jetzt könnten wir höchstens nochmal arbeiten. Ich guck mal kurz, ob wir das brauchen. Wir können vielleicht den immer am Skill eventuell skillen. Wir brauchen 23 Skillpunkte, 19 noch. Wir können 4. Ach, wir kriegen hier zweimal. Tag 18. Ich weiß nicht, wie viel wir genau kriegen. Vielleicht 8 oder nicht noch mehr, 10. Vielleicht, dann haben wir 14, dann kommen wir nochmal im Café, dann haben wir 18. Ich glaube 23 kriegen wir nicht zusammen. Ich könnte halt gegen Silver heute einmal antreten und morgen nochmal. Dann hätte ich 22, es könnte aber ein Skillpunkt zu wenig sein, aber wenn das klappen würde, dann könnte ich am Tag 19 schon Bobo besiegen und den anderen Crocodile anstatt von Tag 22. Deswegen, das haben wir aber leider zu wenig Geld dafür. Und deswegen muss ich jetzt immer arbeiten. Tja, ich lerne halt noch und wenn das nicht klappt, habe ich halt 6 Stunden verschwendet. Aber ich muss lernen. Für 3 Punkte. Genau, ich hatte nur mit 2 gerechnet, weil ich irgendwie immer mit 2 rechne, weil ich doof bin. Aber das ist gut. Nächsten Tag kommen wir, glaube ich, wieder. Gehen wir kurz nach Hause. Aber guck mal, gegen den Kämpfer. Naja, da brauche ich nicht. Ignorieren.
hier ihn gerade wirklich durch Raw Damage, nicht durch Ausdauer pro Town. Brauchen wir halt noch 11 Punkte. Das heißt noch 8. Das schaffen wir, dann können wir im Café noch mal gegen Silver. Und jetzt noch den Typen. Ich gehe vorher nach Hause, um Fleisch zu essen. Um Gesundheit zu regenerieren. Zumindest auf knapp 90%. Und danach könnte ich eigentlich wieder den gammeligen Burger essen im nächsten. Hoffentlich gewinnen wir. Aber ich denke, unter Tag 35 kommt man nicht. Außer es gibt noch einen gewissen Zufallsfaktor in der Anfangsenergie. Also unter 35 Tage meine ich, bis man ins Late Game kommt. Bis man nach Russland kommt. Oh. Ah, schade. Genau, trotzdem noch gut aus. Weil es halt eine gewisse Zeit einfach kostet, um die Anfängerliga und die Profiliga danach durchzuspielen. Also es ist Mindestzeit, wenn man sich ja direkt am ersten Tag anmeldet, ist man frühestens, glaube ich, am 35. Tag fertig. Das Einzige, was man hier halt so macht und uns Zeit spart, ist eigentlich nur letztendlich, um möglichst, ja, einerseits die Wahrscheinlichkeit gering zu halten, währenddessen zu verlieren. In welchem Maße das notwendig ist, kann ich nicht genau sagen. Zweitens, um die Stats möglichst hoch zu kriegen in der Zeit und was natürlich auch mit dem ersten Punkt zusammenhängt, stark zusammenhängt. Und drittens, um halt auch ein bisschen Geld zu machen, was aber nicht der wichtige Aspekt ist. Aber es sind so die drei Faktoren, worauf sich das eigentlich nur auswirkt. Und ansonsten kommt man eigentlich immer auf den 35. Tag, wenn man halt alle Kämpfe gewinnt. So, jetzt haben wir keine Punkte übrig eigentlich. Hä? Wir brauchen nämlich jetzt noch 9 Stück. Das schaffen wir nicht. Was war das denn? Noch eigentlich Talentpunkte im Ultimate. Das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe, wer wolle. Arbeiten brauche ich nicht mehr. Schlafen eigentlich fast auch nicht mehr, wenn ich halt am Tag 19 hinkriege. Soll ich den gammeligen Burger essen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon einen Kaffeekampf machen kann. Ich vermute nicht, nein. Ich wage es. Ich gehe erstmal in die Gym vielleicht. Trainiere halt bis zum Ende des Tages.
müssen wir auf jeden Fall die beiden Fights machen, aber wir kriegen eh nicht genug. Wir kriegen nämlich im Kaffeekampf nicht 6 Talentpunkte. Das heißt, ich muss 3-mal vorher gegen Silver antreten insgesamt. Aber das heißt, ich könnte es am 20. Tag dann hinkriegen. Das heißt, ich soll doch nicht ganz bis zum Ende machen, weil sonst kriegen wir es am 20. Tag hin, gegen Silver drittes Mal anzutreten. Und ich muss dann auf jeden Fall doch arbeiten. Ja, das ist schade. Weil ich überhaupt Geld dafür habe. Dann haben wir auch noch 9 Dollar zum Rumreisen, wenn ich einmal arbeite. Ja, muss vieles berechnen. Und je früher ich Bobo habe, desto früher kriege ich auch diese Kräutertränke, desto weniger muss ich pennen. Jetzt gehe ich schon mal raus. Ach ja, kann ich nicht. $7 noch zum Rumreisen. Letzter Fight. Gut aus. Habe ich aber 16 Stunden in Silver investiert. Burger nehmen wir natürlich mit wieder. Erstes Street Fighter. Jo, das könnte ich arbeiten. Oh fuck. Oh fuck. Das sind immer noch nicht genug. Habe ich nicht dran gedacht, ich hätte nicht so viel trainieren sollen. Jetzt geht der Tag natürlich um, bevor wir fertig mit Arbeiten sind. Ich kann auch noch nicht den Kopf besiegen, dafür brauche ich Gegenreaktion. Ich kann auch nicht Bogen besiegen, brauche ich Gegenreaktion. Sonst kriege ich auch nur Talentpunkte. Mann, ich kann auch nichts verkaufen oder so. Kriege ich sonst noch irgendwie Geld? Nick gibt jetzt nicht was zu essen, bringt irgendwie nichts. Scheiße. Wir haben jetzt also Tag 21, dann haben wir auch nicht viel gewonnen, weil. Eigentlich nur verloren, weil wir $60 in. Das bringt eigentlich nichts. In 2 Tagen sind die Kämpfe. Dann kriege ich auch wieder Punkte. Ist auch Tag 21. Bringt also nur was, wenn ich das vorher schon weiß. Dann könnte ich das auf Tag 19 oder 18 runter handeln, aber 21. Ja, bringt nichts. Also, essen und schlafen. Noch einen gammeligen Burger traue ich mich jetzt nicht. Ah, ich brauche gar nicht pennen. Oh, ja.
Dann muss ich jetzt ohne Reis Esser trainieren, ohne Reis Esser 2. Was ist das denn? Ich hasse es, so viele Gedanken die ganze Zeit zu haben. Ganz ruhig, Konzentration. Was mache ich jetzt? Ein fucking Dollar. Fuck my life, sind eigentlich schon zu viele Fehler. Ich hab keinen Bock mehr zu arbeiten, weil das ist unnötig. Das sind 8 Stunden wieder. Die wir nicht in unsere Sets investieren können. Fuck it, ey. Das ganze Display besteht eigentlich nur aus Fehlern. Das ist gar nicht negativ gemeint, aber ich finde das sogar positiv, weil da ist ja noch so viel Potenzial, das motiviert mich immer besser zu werden. Eben ein Fleisch noch raisen. Und dann haben wir dann auch noch. Gegen wen kämpfen wir? Gegen Mr. Kikuse schon. Macht doch keinen Quatsch. Und eine Ulti gegen 3 ist ordentlich einfacher. Aber das könnte sehr gut sein, weil dann kriegen wir genug Sets für den neuen Talentpunkt und dann Gegenangriff und dann rocken wir Kikuse. Ich hoffe, wir gewinnen. Ich hoffe, der hat keine Ausdauerregeneration und verbraucht seine Ausdauer. Oh, der verbraucht seine Ausdauer ziemlich gut, der ist nice. Das ist auch total verskillt, der ist ins Stärkebild. Hat aber eine Geschicklichkeit-Fähigkeit hier. Und braucht auch viel zu viel Ausdauer. Mit fast 2x pro Runde. Also jede Runde dürfte er zumindest 2x liegen. Mr. Kikuse nämlich jetzt schon besiegen, weil es hängt
wie viele Punkte man kriegt für die Anfängerliga zum Aufsteigen, hängt davon ab, gegen wen man kämpft. Und das heißt, wir kriegen ziemlich viele Punkte. Und jetzt müsste viel Kruse schon die 7 Punkte bei Rang, keine Ahnung, 2 oder so werden. Oh fuck. Aber wir können auch gegen Silver antreten, ist gut. Wir haben 2 Punkte gekriegt. Talentpunkte sollte ich mir eigentlich auch mal merken. Hier kriegen wir genau 3 fucking Punkte. Wir haben unaufhaltsam, wir brauchen den Talentpunkt. Gut, jetzt würde ich eigentlich gerne noch Gesundheit ein bisschen hochkriegen. Drei. Aber ich nehme eine Tiefkühlpizza, da spare ich mir ungefähr 10 Dollar mit. Zumindest knapp 90. Das dürfte funktionieren. Und das wäre jetzt echt genial, wenn wir ihn besiegen würden. Da der, er hat ja doch ganz gut Stärke, deswegen ist Gegenreaktion eigentlich ganz gut. Er hat auch nicht viel Passivtalente. Ich hoffe, wir gewinnen. Weil wenn nicht, müssen wir restarten. Und ja, sind wir ziemlich gut dran, könnten das Ganze sogar noch einen Tag beschleunigen, weil wir halt ziemlich früh einen guten Gegner haben und über ihn sind wir halt mehr Punkte. Er macht uns aber fertig. Besonders unsere fucking Ausdauer. So, jetzt verbrauchen wir nur einen Ausdauer. Wir verbrauchen durch Gegenangriff nichts und durch Ausweichen auch nichts. Blitzschlag. Aber der raubt mir mit seinem Blitzschlag halt Energie. Kostet ihn aber 8 und das kostet ihn 10. Und ich muss dann viel mehr Energie verlieren. Und das hätte erst 5 Schaden gekriegt durch Gegenreaktion. Jetzt vielleicht nichts. Und der haut uns auf jeden Fall auch zu Boden. Fuck. Warum ist der so stark? Der sieht von den Stats überhaupt nicht stark aus. Und die Gegenreaktion bringt bei ihm überhaupt nichts. Was ist das? Vielleicht wird der Salvador Punches doch besser für uns. Ist doch zum Kotzen. Ja, so Pech dann einfach, dass wir dann schon so früh gegen ihn antreten müssen. Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, wir brauchen. Wir hätten aber nicht mehr trainieren können. Wir brauchen Pikikos auf jeden Fall 10 und 6. Wir haben 24 Punkte verloren. Ich will aber jetzt trotzdem wissen, an welchem Tag wir dann auskommen insgesamt. Wenn wir jetzt einfach weitermachen, halt. Ich spiele einfach mal weiter, auch um mehr zu lernen wieder. Ach ja, erstmal eben. Das
wäre so genial gewesen, hätte ich es besiegt. Fuck, ich Idiot. Ich habe keine Lebenspunkte mehr durch den Scheiß. Wir haben keine Nachteile davon, wenn Bobo uns besiegt. Wir können ihn jederzeit wieder gegen ihn kämpfen. Haben wir schon auf unser Niveau gebracht, lebensgutetechnisch. Heißt mal nix, aber dann eine Ausdauer Keller. Auf vor sind dann Lebenspunkte schon im Keller. Nice, wir haben noch nicht mal ein Leben verloren, ist aber auch Glück. Und dann geht erst Mickey an sich. Das heißt nicht Mickey, ne? Was ich hier heißt. Erst den anderen Typen ansprechen, damit ich Kräutertränke krieg. Mickey, ne? Hier kümmert. Ich hätte den letzten Weltrekord halt auch gemacht, wo ich einen Kampf in der Liga verloren hatte. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall ihn verbessern, deswegen mache ich den dann noch weiter, weil ich dann auch wieder durchlernen kann. Bringt ja nichts, die Maschine nicht abzubrechen. Tage, das heißt, ich kann den Burger essen, falls ich noch einen habe. Jo. Aber noch immer gar keinen Hunger. Zumindest Bobo schon mal einen Tag früher geschafft.
Aber eigentlich muss ich auf jeden Fall noch 2 Pizza aus die Flamme, ich die Talentpunkte kriege. Sind zwar 16 Stunden investiert, aber die 8 Talentpunkte sind essentiell. Oder können essentiell. Nein, nein, nicht essentiell. Nicht essentiell. Vielleicht muss ich sogar nur noch einmal arbeiten. Weiß ich grad gar nicht. Erstmal fragen wir natürlich so. Logisch. Oh. Der Reflex. Ah, nice. Also gar nicht arbeiten, das ist schön. Genau, wir haben den Reisesser nämlich noch gar nicht, fällt mir gerade ein. Das ist nicht so gut. Naja, einfach mal schauen, überraschen lassen, was der Run so bringt. Ob es mal mehr Depot wird. Mann, scheiße. Ah, taut der denn so fucking rein? Ich habe mir Notizen gemacht, wir brauchen eigentlich nur Gegenreaktion bei ihm. Und der haut uns komplett kaputt. Was ist das für ein Spaten, ey? Und dann wollte ich mir notieren, wir brauchen auch noch zusätzlich die Stats 10-6 am besten. Is suggested. Ja, wollte ich es noch aufholen? Nein. Dann macht es über 20 Schaden mit einem von seinen Schwanzen. DMC. Auf dem Boden! Konnte noch sehr, sehr knapp nutzen. Team erstmal. 10, 6. Und jetzt das Problem, wir müssen es vor dem Bastard wieder kriegen. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Kostet so viel Zeit immer alles. Auf jeden Fall müssen wir erst trainieren und auf 10-6 bleiben. Das steht fest. Hat nicht immer Glück haben und man muss lernen.
her und ich habe die ganze Zeit den Rest aus der 2 nicht. Das merke ich gerade. Da sind wir noch mehr Nachteile dadurch. Das ist ja verloren. Ja. Selbst Mick hätte uns nichts, Silver hätte uns nichts gebracht. Das ist ein Punkt zu wenig gewesen. Wir generieren Lebensenergie über Zeit an. Oh, Tag 21. Das heißt 24 in der Runde. Der Ultimate League hängen wir halt auch ein bisschen zurück. Immer, wenn so eine Sequenz kommt. Ein Tippen gehört. Verdammt, Sliver. Punk heißt er einfach. Sieht überhaupt nicht aus wie ein Punk, finde ich, trotz des Eros. Sieht trotzdem aus wie ein Rocker oder Biker, ja. Wenn überhaupt. Müssen wir hinkriegen. Oh, auch so, genau so. Okay.
dem Zeitpunkt haben wir jetzt halt schon bessere Stats als sonst, wenn wir gegen ihn antreten. Aber ich habe den Gold bisher auch ja fast immer gegen ihn gewonnen gehabt. Übungskampf machen. Kämpfchen. Sogar 12 hinkriegen für den nächsten Kämpfen durch den Reißersatz fahren. Wahrscheinlich so. Und wenn er ganz voll aufgeladen ist, dann kommen 18 Bubbles. So 18 volle Bubbles, bevor. Scheiße. Scheiß Anti. Ich bin viel zu weit, weil der scheiß Antivirus wieder mit den mit Updates nervt. Animiert halt das ganze Spiel immer. Ich glaube, wir müssen noch Fleisch haben. Zwei. Fuck. Das ist natürlich jetzt ein Umweg. Hat 27 muss ich mal merken. Und Bobo. Ich glaube, Übungskampf geht noch nicht. Oh doch, nice. Thank you.
Hey, auf! Ja. Kommst du vor? Wo waren wir denn? Ach, ich weiß es ja nicht. Ah, doch. Ach, wir haben heute und morgen sogar noch. Das ist natürlich nice. Diesmal 17 Doubles, glaube ich. Das hat mich verzehrt. Ich hoffe, dass wir auf 12 kriegen, bevor die Ende von Essen alle ist. Ja, zur Not gegen die Liegestütze. Wir kommen nicht nochmal in die Gym. Ich mache einfach keine Liegestütze. Was haben wir denn? Techniker hätten wir. Techniker brauche ich aber auch nicht. Gut, trotzdem Rang 2, dann kommt hier Mr. Kikuzu.
ich muss kurz einen Schutz machen. Hm? 21, 24 und 27. So, und jetzt? Jetzt nochmal rausgehen und Geld kassieren. Dann hätte ich 5 Dollar verschwendet. 10, 20 sind 1,5 Stunden. Ich mach das auch mal. Ich hoffe mal, dass sie uns lässt.
So, statt 9 haben wir dann ein Stat von 13, wenn wir gegen diese Rekruten antreten. Und Trainingskampf gegen Silber, da haben wir kein Geld mehr. Aber wir könnten nochmal gegen Krog antreten. Das sollten wir eigentlich in jedem Fall tun. Die 8 Punkte kann ich mir ja nicht entgehen lassen. Weil die Crossroads im Late Game einfach essentiell sind und wir die nicht bekommen, falls wir die erste Gruppe nicht sofort besiegen. Also komplett besiegen, alle 6. Ich jetzt einfach mal. Wir waren seitdessen, wenn das noch nicht mehr. Ja. Dann mache ich das, dann kann ich auch gegen Silver noch mal kämpfen, aber ich glaube, wir müssen zweimal ausliefern. Ja, wir sind viel zu schlecht, also ich kann eigentlich den Run beenden. Man darf einfach nicht in dieser Kackliga verlieren. Wir werden jetzt eigentlich Rang 1. Der Kampf ist morgen, also Tag 30. Dann sind wir Erster vielleicht. Ja, könnten. Ne, wir sind dann. Aber wenn wir dann Erster wären, dann haben wir trotzdem noch 6 Tage. Okay, hätte nur einen Tag verschenkt, das könnte noch klappen. Wenn wir 3 Tage verschenken, dann kann ich neu nicht restarten. Jetzt haben wir reicht alle. Also man kann drumherum eigentlich schon
Fehler machen, wie man will. Man darf nur halt nicht das Pech haben. Das ist meistens Pech, dass man eine Anfängerliga einmal verliert, weil dadurch verliert man halt die 2 Tage. Bringt doch nichts zu skillen. Der wollte wohl nicht K.O. gehen. Ende Tag 30 versuche ich nochmal Bogo, aber ich glaube, bis Anfang Tag 31 sein wird. Oh, Alter, Mann, 13-7 gegen 6-8.
Oh, sogar die Ausdauer kriegen wir. Eventuell. Ja. Aber wir werden wahrscheinlich trotzdem nicht Rang 1 sein. Ah doch, der ist ja Rang 1, er verliert ja auch Punkte und wir gewinnen 90 Punkte. Noch 40? Ich habe auch schon mal 90 gewonnen. Wenn wir jetzt nicht Rang 1 sind, dann hätte das nichts mehr gebracht. Also so schafft man noch mit Tag 36. Drei Kämpfe, drei Tage. Nee. Dann fängt es 33 das erste, 35 dann 37. Und zwei Tage verschenkt, dann ja, spiele ich auch noch weiter. Bei 38 hätte ich nicht mehr gemacht. 37 mache ich noch gerade so eben. Bitte mache ich noch. Festplatte achten, wie viel Speicher noch frei ist. Hm. Noch 100, aber die Hälfte ist jetzt voll. Könnte passen. Not habe ich aber noch 80 oder so, oder 70 auf einer anderen Partition. Und 52 Tage fände ich schon cool, das zu schaffen. Wir haben dann auch bessere Stats im Late Game, wenn wir ein bisschen später ins Late Game kommen. Dann könnten wir es sogar schaffen. Ist vielleicht sogar die bessere Balance, als zu früh ins Late Game zu kommen. Gegen den Stats. Wobei man da natürlich dann auch noch die Sets trainieren könnte. Was ich auch vorgehabt hatte. Falls wir nicht 18, den Set 18 haben sollten. Vielleicht trainiere ich sogar auf 19, mal gucken. Wenn wir damit eine solide 52 schaffen, oder zumindest auf 53, würde mir auch schon reichen mittlerweile. So, und jetzt versuche ich nochmal Bobo, weil am Ende des Tages. Ah, 5 Dollar zum Grab. Gar nicht mehr gedacht, was irgendwie. Ah ja. 3 Tage. Ah, 2 Tage doch, dann ist der Tag 36 sogar. Das ist gut. Das ist gut. Tag 33 haben wir noch einmal. Ja. Gut. Eins ist ja 3. Hat man Robin gerade eben? Oh ne, gut. Huch. Ach ja, ich hab ja vorhin jetzt ein Talent aufgenommen. Obwohl, bei ihm kann ich auch. Moment, das mach schon. Bisschen buggy, finde ich. So, Strandbuggy, hahaha. 200 GB hätte ich insgesamt noch frei. Und wusstet ihr, dass man mit dem Pokémon Eevee-Tag zum Beispiel und der Attacke Klingensturm 420 Schaden macht,
also zum Vergleich, Hydro-Pumpe macht 120. Und jetzt kann ich schon wieder 420 machen. Die Quatsch, Hydro-Pumpe ist 180. Also hat Tüten bezogen ist, also wenn das Pokémon auch den Typ Wasser hat, die Hydro-Pumpe, macht es 50% mehr Schaden. Bei Surfer wären es dann ungefähr 140. Und bei Klingensturm ist es so, dass es die Attacke ist vom Typ Volltrefferquote 2. Das heißt, sobald ein Pokémon eine Initiative von mehr als 65 oder mehr hat, dann erhöht sich die Volltrefferquote mit so einer Attacke auf 99,6%. Das heißt, und damals nur in der ersten Generation und gleichzeitig war es in der ersten Generation noch so, dass man dann doppelten Schaden macht, nicht nur 50% mehr Schaden. Ein Klingensturm hat halt eine Base von 80. Und Moment. Eine Base von 80. Ich muss kurz nachgucken. Also sind gar nicht 420. Ich habe auch von Klingensturm gesprochen, ich meinte Himmelsfeger. Und Klingensturm ist es zwar auch so, aber Himmelsfeger hat nämlich eine Stärke von 140. Und durch die hohe Crit-Chance halt 280. Und nur das Typenzug ist es nämlich vom Typ Flug, macht es nochmal 50% mehr. Das sind dann 420. Einziger Nachteil ist, der Angriff geht über zwei Runden, das heißt, durch zwei geteilt macht er 210 Schaden. Das ist immer noch mehr als Hydro-Pumpe mit 180. Und Ibitak hat einen Base von 100 Angriff. Man kann es aber natürlich auch. Moment, wer kann das noch erlernen? Aerodactyl gucke ich mal. Dodri, Taubos, Lavados, Zapdos, Arctos. Aber das mache ich dann gleich selber. Ist ja ein anderer. Ich pausiere mal kurz, ich will es nicht kurz wissen. Ups, 2 Sekunden zu spät aufgenommen. Ich bin nur vom Boxsack zum Punching Ball gelaufen. Hat sich herausgestellt, Dodri ist besser. Bei wegen, Ibitak hat doch nur eine Stärke-Base von 90 und Dodri von 110. Und sonst gibt es keine Nachteile. Und Dodri kann halt auch noch Triblette erforschen. Ich sag schon erforschen, erlernen. Ich hoffe, wir kriegen noch 14 hoch. Aber es ist erst morgen, von daher müssen wir doch 14 hoch kriegen, wenn es auf den dritten Reisesser. Das müsste definitiv funktionieren. Definitiv. Genitiv, was? Ich könnte ja mal kurz gucken, gegen wen wir antreten. Und please. Gegen Money. Okay, das haben wir gewonnen, das kommt ja schlecht. Bill Davis ist der Beste. Der wird wahrscheinlich auch gewinnen. Und dann werden wir ihn danach haben. Wenn wir gegen ihn verlieren, ist das Let's Play leider vorbei. Leute, ich muss mal auf die Mitte. Da sind wir wieder. Gott, ist der Shit.
7 versus. Achso, ist ja erstmal er. Gut, das ist ganz gut, dass wir den anderen Typen. Und zwar. Falsch. Ach komm schon. Insen hier, Bill Davis nicht schon beim ersten Mal begegnen. Letztes Mal bin ich ihm beim ersten Mal begegnet, konnte ihn dann kurz noch knapp besiegen. Aber wenn er erst dann in 2-3 Tagen kommt, dann. Ich hoffe in 2. Dann können wir halt noch ein bisschen Sitz trainieren auf 15-8. Erstmal hier eine leichte Beute. Mal Mathe bitte. Hätten wir halt auch gleich. No. Immer ein Zufallsfaktor auch dabei. Ja. Morgen ist Ulti. Ich guck mal, ob der wenigstens in 2 Tagen ist, der nächste Kampf, aber ich denke ziemlich sicher, dass er nicht in 3 ist. Playoff in 3 Tagen. WTF. Dann ist er Tag 38 und in 3 Tage. Verschenkt, Junge. Wie kann man denn 3 Tage einmal in der Liga verloren, in der Anfängerliga von 3 Tagen? Stimmt, klar. Dauert immer 3 Tage bis zum nächsten. Kann man sich eigentlich nicht leisten, aber ich mach den Run trotzdem. Um zu lernen. Lernen, Kopernen. Heute Abend über Bobo, wenn ich das nur richtig sehe. Bobo am Start, am Stiebel. Kommt da auch mal was? Sagt hier Mr. Sliver. Nice.
Gegner ist ja fast schon in der ersten Runde KO, wenn ich sogar in der ersten Runde. Und zack, der ist tot. Techniker. Was ist der Hunger? Also Techniker und hier braucht man nichts. Dann haben wir also auch noch den Techniker vor dem nächsten Kampf, nächsten Playoff. So. Immer noch Kräutertränke, brauchen also keine Energy Drinks, noch nicht. Zwei Tage, dann kommen wir auf jeden Fall auf 15.8. Moment. Egal, Bobo kann ich auch am nächsten Tag noch machen. Ah, Mist. Immer nicht regeneriert. Oder nicht. Hauptsache 3,15 und 8. One more time. One more time.
nächstes dann Crossroads. Ich glaube, diesmal werden wir ihn auslocken. Nice. Techniker haben wir dabei, Gegenreaktion haben wir dabei, müssen wir schaffen. Oh, ist ja ein anderer. Hat er doch nicht gewonnen, der eine Starke. Oder so. Vorniger Zug. Okay. Der Luftangriff gibt dann nichts mal mehr Schaden. Nice. Aber ich blocke nicht. Attack 38. So, hier mache ich mal kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich, ciao. Welcome back. Morgen ist der Ultimate Fight. Hier wird noch nicht trainieren.
Gott, ist da irgendein Nitrat? Da hätte ich eigentlich extra noch ins Fitnessstudio gehen müssen. Das war doof. Das ist das letzte Mal, bin ich glaube ich. Außer knapp, ich habe gar nicht drauf geachtet mit. Ich war wieder gedanken. Das ist das letzte Mal. Ich bin ja. Das letzte Mal bin ich glaube ich mit dem Step von 14, aber gerade 14 erst. Nach Russland gekommen, diesmal werde ich mit 16 nach Russland kommen. Das heißt, das Late Game, was das Schwierigste an dem ganzen Spiel ist, könnte deutlich glatter laufen mit ein bisschen Glück. Und selbst wenn wir dann 2 Tage später ankommen, könnte ich einen neuen Weltrekord zumindest erhaschen. Und auf dem Boden in die Luft. Die Jubel der Bahn, guck einfach zu. Letzte Quarter drauf. Wir haben auch bald den letzten Kampf. Ich habe das Gefühl, dass der Run halt ziemlich solide ist, auch wenn er 3 Tage nach dem bestmöglichen Potenzial ins Late Game kommen wird.
Aber die 16 hätte ich auf jeden Fall gerne noch. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ins Studio dann gehe oder den Rest mit Nebenstufen mache. Das kann gegen jemanden kämpfen übrigens. Gewonnen. Ich hätte eine Proteinbar kaufen können. Russland weniger Fanbus kaufe. Jetzt habe ich jetzt noch die 5 Energy Drinks gekauft. Und damit auch kostenlos essen, dass ich nur einmal noch kurz Liegestütze machen kann. Aber ich weiß nicht, lohnt sich eigentlich nicht. Wir würden auch so verplempern, wo man Zeit muss. Diesmal keinen starken Gegner im Playoff. Auch nice. Wir kriegen ja nochmal Talentpunkte. Dann haben wir ja jetzt schon Crossroads. Ach, was. Wo wir ja noch 4 Kämpfe haben und noch diese Bande, die auch noch mal 15 Talentpunkte gibt. Bin ich jetzt schon Crossroads. Wow. Im letzten Run hatte ich das vor dem ersten Endgegner im Late Game nicht mal gehabt. Und ich bin ungefähr 2 Stats auch noch höher. Könnte halt die zusätzlichen 3 Tage kompensieren. Ja, steht mir eben weg.
Streit. Die Entwickler sind, glaube ich, auch Russen, ja. Haben wir angefangen. Das heißt, ich frage in 40 Mal. Aber kurz nach vielleicht. Habe ich sogar gegen den Ivanchev oder wie er heißt, verloren. Das ist jetzt zwar nur einfach nicht hoch genug, und ich hatte Crossroads nicht. Oh, noch eine Strecke habe ich. Jetzt ist es gut. Warum ist die Schritte hier draußen? We'll be right back.
42,5. Kann ich mal wieder. Beides all out. Natürlich auf 18,9 zu kommen. 18 ist noch jeden Fall schon. Weiter gewesen als letztes Mal. Es sind auch dann mindestens 25 Stunden, die Gegner brauchen. Oh.